Hallo meine lieben coolen, süßen Verrückten, ich bin's wieder, der Krass. An meiner Seite wieder der Henning und wir haben Läuse. Henning, seine Tochter, hat Läuse bei uns mitgebracht. Wir müssen damit unbedingt morgen zum Arzt. Heute ist Sonntag, ihr seht das wieder am Montag, aber heute ist noch Sonntag. Wir müssen morgen unbedingt zum Arzt, aber eigentlich habe ich morgen einen wichtigen Termin gehabt, weil meine Mutti hat nämlich morgen eine wichtige OP und ich kann nicht dabei sein, weil wir alle Läuse haben. Egal, heute haben wir es endlich vorgenommen. Wir drehen das mit der Black Maske. Ich habe keinen Mitesser, aber der Henning, der hat die auch keine. Natürlich, du hast ganz viele schwarze Ohren. Ganz viele schwarze Punkte auf deiner Nose. Und die machen wir jetzt weg. Okay. Setz dich bitte ordentlich hin. Läuse. Juckt die ganze Läuse. Zeit. Oh, Henning. Hast du wirklich Läuse? Ja, ich hab Läuse. Sonst würde es nicht die ganze Zeit so jucken. Scheiße. Siehst du was? Nee, die Scheißviecher, die jucken einfach nur. Okay, weißt du, wie man das hier anwenden muss? Einfach aufs Gesicht oder antrocknen lassen? Du trägst sie mir bitte auf, weil ich will mir die Hände nicht waschen. Und pass bitte auf, dass du mich nicht voll kleckerst. Oh. Ja. Da kommt die Wurst. Die kommt. Oh. Hat gepupst. Ich weiß nicht, wo ich das hinschmieren soll. Anna, mach mal ordentlich jetzt bitte. Meine Finger liegen so lang. Ja, ich lasse eigentlich rein. Warum mache ich eigentlich so einen Blödsinn? Weil du Mitesser hast. Ja, und weil du eigentlich gar keinen Bock hast. Und deswegen machst du. Mach ich hier unten auch? Ja. Da ja. Auch? Ja, klar. Ja, überall. Hier unten auch. Hier auch lang. Echt? Ja. Bibi hat sich dann letztens den ganzen Körper damit eingeschmiert. Ja? Oh nein, macht ja so und so nur so einen Blödsinn. Aus. Stinkt das Zeug nach Plastik verbrannten. Auf jeden. Hm. Aber das ist auch gar nicht deckend. Also du kriegst immer so kleine Löcher dazwischen. So als würde deine Haut sagen, da darf nichts an Flüssigkeit hin. Ich würde mir Bart stehen. Nein. Jetzt lassen wir das trocknen. Und dann drehen wir weiter. Ja. Okay. 2000 Jahre später. Es ist getrocknet. Man sieht es wieder nicht. Wartet nochmal. Es ist getrocknet. Achso. Ich kann gar nicht lachen. Öffne jetzt meinen Mund ganz doll. Es löst sich. Es löst sich schon. Oh. Hat das weh? Ja. Echt nicht? Hat das echt nicht weh? Oh. Darf ich das abziehen? Ja. Und? Nee. Ich glaube an der Nase oder so. Da muss was dran sein. Das ist auch gar nicht doll dran. Nee, ich hab's doch gerade schon gelockert. Was stinkt, wa? Tu ich dir wenigstens Sommer weh? Nein, es tut nicht weh, du brauchst keine Angst. Warum mach ich denn das Video? Ja. Oh Mann, ganz hast, Video verkackt. Du hast gedacht, es tut weh? Ja. Da ist auch nichts dran bei dir. Doch, guck mal, deine Haare sind da dran. Mhm. Da, Mann, guck mal. Sieht mir an die rasieren, Bro. Na, guck doch mal. Und? Immer noch so scheiße aus wie vorher. Hat gar nichts gebracht. Also kann ich mein Gesicht waschen? Ja, geh dein Gesicht waschen. Richtig waschen? Ja, wasch es richtig hart. Okay. Oh. I have a pen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, hallo, meine lieben, coolen, süßen und verrückten. Wer war ich? Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn Henning leider keine Schmerzen hatte. Wir sehen uns morgen wieder, denn meine Mama hat eine wichtige OP und ich werde sie begleiten. Im Sinne von begleiten, dass ich sie nach der OP mit meiner Kamera besuchen gehe und ein Interview mache mit ihr. Und das Video seht ihr dann übrigens am Dienstag, 12 Uhr. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Die OP habe ich ihr geschenkt, aber mehr verrate ich noch nicht. Bis dann! Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Er hat doch eine ganze Menge verloren. Seht ihr das? Oh, also ihr seht das von hier, das ist mega viel. Ist das ekelhaft, Mann. Ich muss gleich brechen. Oh, geil, das sieht jetzt weg. Ugh, Alter.